Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein What I Read Next Video. Ihr dürft quasi wieder bestimmen, welche Bücher ich im Monat Mai lesen werde. Ich habe mir wieder eine Caption überlegt. Ich habe mir wieder ein Special diesen Monat überlegt, das da heißt Hardcover. Das heißt, ihr dürft jetzt bestimmen, welches Hardcover ich von meinem Sub befreien muss. Sagen wir immer muss. Ich stelle euch jetzt 4 Bücher vor, die zur Auswahl stehen, und ihr dürft dann einfach unten in die Kommentare hacken, welches Buch ich eurer Meinung nach lesen soll. Fangen wir einfach mit dem ersten an. Das ist der zweite Band einer Reihe, und zwar der Schwur der Göttin-Reihe. Ich habe das Buch von einer lieben Freundin geschenkt bekommen, habe den ersten Band auch schon gelesen und sie wusste anscheinend, weil sie meine Videos sehr, sehr genau schaut, dass ich dieses noch nicht habe, also dass ich den zweiten Band quasi noch nicht habe. Anscheinend habe ich es irgendwann mal erwähnt. Aber um was geht es? Also wer Band 1 jetzt noch nicht gelesen hat, der hört mal jetzt einfach nicht hin, sondern entscheidet nur anhand des Covers. Aber ich lese es euch jetzt vor und das spoilert halt leider Gottes ein bisschen zu Band 1. Als Nachfahrin einer römischen Göttin hat Nyla einige Probleme. Erstens hat die Rivalin ihrer Vorfahrin geschworen, sie umzubringen. Zweitens steht Nyla deshalb ständig unter Bewachung und kommt sich vor wie eine Gefangene. Und drittens darf sie sich unter keinen Umständen verlieben, denn das hätte tödliche Folgen. Leider ist es dafür viel zu spät. Denn Nylas Gefühle für den geheimnisvollen Syrian werden mit jedem Tag stärker. Jeder Blick, jede Berührung vertieft das verbotene Band zwischen ihnen. Doch obwohl Nyla verzweifelt versucht, sich von Syrian fernzuhalten, zieht sich die grausame Schlinge ihrer Erzfeindin immer fester zu. Buch Nummer 1. Dann kommen wir zu einem Buch, das meine liebe Ivy gerade gelesen hat und es als sehr großes Highlight betitelt hat. Von daher wird es vermutlich nicht mehr so lange auf meinem Sub liegen. Und zwar rede ich von Das sternlose Meer von Erin Morgenstern. Ich denke, es wird Stern ausgesprochen. Ja, ich habe es in der Chest of Fandoms Special Edition. Es sieht nochmal ganz anders aus, deshalb erkennt man es auf den ersten Blick auch nicht, dass es sich um dieses Buch handelt. Ich finde, es ist halt ein richtiges optisches Highlight hier mit Innengestaltung und Wendecover. Das habe ich euch im... welchem Video habe ich... ich glaube, in meinem Q&A-Video habe ich euch das Wendecover gezeigt. Oder in meinem... nein, in meinem Sub-Video habe ich euch das Wendecover gezeigt. Also, wer sehen will, wie das Cover von innen aussieht, weil ich habe jetzt keine Lust, es auseinanderzubauen, dann schaut gerne mal hier oben rein. Und gerade weil ich es euch erst letztens gezeigt habe, weiß ich, dass in der Chest of Fandoms Edition kein Klappentext abgedruckt ist und deshalb lese ich ihn euch einfach von meinem Handy aus vor. Eigentlich arbeitet Zachary Ezra Rawlins an seiner Promotion, doch er kommt nicht weiter, denn immer wenn er in der Bibliothek ist, sucht er ein Buch auf, das zwischen den Regalen versteckt liegt. Ein Buch, in dem Zachary eines Tages eine Schilderung seiner eigenen Kindheit findet. Aber wie ist das möglich? Auf der Suche nach dem Geheimnis dieses Buches entdeckt Zachary eine unterirdische Welt voller Bücher am Ufer eines sternenlosen Meers, wo er schließlich eine Verschwörung aufdecken und für die Liebe seines Lebens kämpfen muss. Ja, das sternenlose Meer wäre Buch Nummer 2. Das nächste Buch, das ich euch zeige, ist ein dritter Band einer Reihe, und zwar der dritte Band der Lux-Reihe, der da heißt Opal Schattenglanz. Band 1 und 2 habe ich, glaube ich, letztes Jahr, Anfang des Jahres gelesen, habe mir dann irgendwann auch Band 3 bei Rebuy recht günstig geschossen. Jetzt bin ich tatsächlich, das habe ich euch auch schon mal erzählt, ich glaube, das war im gleichen Video, dass ich halt gerne die Neuauflage kaufen würde, weil mir die Cover so gut gefallen, aber die hier gefallen mir halt auch so gut. Von daher bin ich immer noch nicht zu einer Lösung gekommen, die mir gefällt, weil beide ins Regal stellen ist irgendwie auch doof. Aber die Cover sind auch schön und die anderen sind aber auch schön. Ihr kennt die Problematik. Ich erzähle euch jetzt einfach, um was es in diesem Buch geht. Also wer Band 1 und 2 noch nicht gelesen hat, für den heißt es jetzt leider auch wieder, entweder weiterskippen oder sich spoilern lassen. Auf den ersten Blick ist alles perfekt. Dawson lebt noch und niemand scheint nach ihm zu suchen.
Katie wehrt sich nicht länger gegen ihre Gefühle für Damon und alles könnte so schön sein, aber es ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Plötzlich ist Blake zurück und mit ihm ein gewagter Plan. Zu Katies großem Erstaunen bittet er sie um Hilfe. Katie weiß nicht, was sie tun soll, denn Blake ist nicht zu trauen und das hat sie schon einmal schmerzlich zu spüren bekommen. Doch für ihre Freunde und für Damon würde sie alles tun, selbst ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Last but not least kommen wir zum letzten Buch. Die Fabelmacht-Chroniken von Katrin Lange. Flammende Zeichen heißt der erste Band, es ist der Reihenauftakt und ich glaube sogar, dass es wirklich die Erstauflage ist. Da habe ich letztens, glaube ich, noch reingeguckt. Genau, die erste Auflage von 2017 und ich sag's euch, das liegt seit der Erstauflage 2017 in meinem Bücherregal. Ich habe es noch nicht gelesen. Also, das wäre auf jeden Fall ein Ansporn, aber ich möchte euch nicht beeinflussen. Wenn ihr eins der anderen Bücher bevorzugt, wählt gerne eins der anderen Bücher. Aber das hier liegt ja, glaube ich, als längstes auf meinem Sub. Kann ich mir zumindest so vorstellen. Ich glaube, sonst liegt keins so lange hier. I don't know. Aber um was geht es? Eine machtvolle Liebe, geschrieben in Tinte und Blut. Schon seit langem existiert sie in den Gassen und Straßen von Paris, die Fabelmacht. Eine seit Generationen sorgsam gehütete Gabe. Jeder, der sie besitzt, kann die Wirklichkeit umschreiben. Doch davon ahnt Mila nichts, als sie nach einem Streit mit ihrer Mutter nach Paris flüchtet, bis sie auf den geheimnisvollen Nicholas trifft, der die Gabe wie kein anderer beherrscht. Und obwohl Mila ihn noch nie gesehen hat, kennt sie sein Innerstes, denn sie schreibt schon über ihn, solange sie denken kann. Als Nicholas Familie beginnt, Jagd auf sie beide zu machen, erfährt sie, dass auch er über sie geschrieben hat, mit gefährlichen Folgen. Ein Kampf der Geschichten um Liebe und Tod entbrennt. Buch Nummer 4. Ihr wisst, wie es ist. Ich werde jetzt nochmal alle 4 Bücher auf meinen Schoß ziehen und sie euch im Schnelldurchlauf zeigen. So, Buch Nummer 1 wäre Before Destiny, der Schwur der Göttin, der zweite Band der Reihe. Buch Nummer 2 wäre Das sternlose Meer, Einzelband. Buch Nummer 3 wäre Opal, Schattenglanz, der dritte Band der Reihe. Und Buch Nummer 4 wäre Die Fabelmacht-Chroniken, Flammende Zeichen, der erste Band der Reihe. Nun liegt es an euch, welches Buch ich als nächstes lesen würde. Es liegt an euch, welches Buch ihr mir zuweist. Und es liegt an euch, welches Buch von meinem Stapel der ungelesenen Bücher verschwinden wird. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch, wünsche euch einen wundervollen Tag, hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und wenn euch eins der Bücher interessiert, dann schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich sie euch alle verlinkt. Und jetzt höre ich wirklich auf zu babbeln, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.